Andi Beichel, danke, dass du dir Zeit genommen hast, obwohl es für mich eine Herausforderung ist, denn selten habe ich mir in den Vorbereitungen zu einem Gespräch so schwer getan, weil so viel um den Andi Beichel herumschwirrt. Andi Beichel, der weiße Kenianer, Andi Beichel, der Verschnalzer, aber auch Andi Beichel, der Kabarett-, Theaterregisseur und Autor. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wer ist Andi Beichel wirklich? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin selber auf der Suche noch. Nein, grundsätzlich bin ich einmal, glaube ich, in erster Linie Familienvater, habe zwei Söhne. Mein Haupt- und Brotberuf ist eben die Künstleragentur, das Kabarettmanagement. Eben ein zweites Standbein, das sich da eigentlich gut ergänzt, ist eben die Regie im Theaterbereich, aber hauptsächlich auch im Kabarettbereich. Und ja, Autor, also ich schreibe zum Teil auch bei Programmen mit, bei Kabarettprogrammen, aber das Buch, das war eigentlich, sage ich mal, so ein Genussprojekt. Ja, also davon kann man nicht leben, aber angeblich soll man ja auch mal ein Buch geschrieben haben in seinem Leben. Kinder habe ich schon. Söhne gezeugt und einen Baum gepflanzt. Baum gepflanzt, ja. So wie Martin Kosch in seinem eigenen Programm sagt, der hat das abgekürzt, der hat ein Baumhaus gebaut. Okay. Aber ja, das ist eigentlich alles schon erledigt, ja. Handeln wir mal eines nach dem anderen ab. Gerne. Du hast Schauspielunterricht genossen. Warum wolltest du eigentlich auf die Bühne? Ich habe eigentlich, also angefangen hat das Ganze so im Ferienlager als Jugendlicher. Da hat es immer so bunte Abende gegeben, wo Sketches gespielt worden sind. Und da habe ich eben mitgespielt und das hat mir immer taugt und ist mir sehr gut angekommen, ist mir irgendwie gelegen. Und dann, das war auf der Uni eben zuerst der Schauspielunterricht, da muss man sagen, einerseits hat man da sehr viele Stunden damit bekommen, was sehr einfach war, da ein Zeugnis zu bekommen. Andererseits bin ich dann dort hängen geblieben. Also im Endeffekt habe ich auf der Uni eigentlich außer dem Schauspiel nicht viel gemacht. Und irgendwie aus diesem Uni-Theater hat sich dann auch im Endeffekt das Dachbahntheater und das Weitere ergeben. Tut man sich eigentlich im echten Leben leichter mit dem Schauspielunterricht? Ich glaube, auf jeden Fall. Also ich kann das eigentlich jedem empfehlen. Und, man lernt dabei auch sehr viel über sich selbst. Und ich sage mal, ein gewisses Auftreten, zu wissen, was man mit seiner Körpersprache aussagt und sich auch ein bisschen sprachlich von sicheren, also sich gut bewegen zu können, das bringt in jeder Lebenslage was. Ja. Und Schauspielern tun wir alle, ja. Jeden Tag. Allein, ich weiß nicht, ich glaube, statistisch lügt man, glaube ich, alle 10 Minuten einmal. Ne? Ich glaube, mindestens. Ja. Gut, dass wir jetzt da keine 10 Minuten brauchen. Du hast dich für das Kabarett als Kunstform entschieden. Das ist aber ja eines der schwersten Kunstformen überhaupt, obwohl es so einfach ausschaut. Warum dieses Genre? Ich würde sagen, ich habe mich entschieden. Es hat sich eher das Kabarett für mich entschieden, würde ich sagen. Nach dem Uni-Theater habe ich in Bruck an der Mur eine Theatergruppe gegründet. Und eines der Gründungsmitglieder damals war der Thomas Stipsitz, der dann eben seinen Weg als Kabarettist gegangen ist. Und er war dann auch der erste Kabarettist, mit dem ich als Regisseur zusammengearbeitet habe und dann auch als Manager dann auch später. Und dort hat es dann irgendwie ergeben, ja. Und das Kabarett ist eine ganz spannende Kunstform, weil einerseits irgendwie, sage ich mal, sie auf eine Bühne stellen und was erzählen kann, theoretisch jeder. Aber gleichzeitig, wie du gesagt hast, ist es sicher die schwerste Form überhaupt, ja. Weil man ist also meistens alleine auf der Bühne und alleine dem Publikum ausgeliefert, mehr oder weniger. Und was ich so spannend am Kabarett finde, ist, im Vergleich jetzt zum Theater, muss man im Kabarett meiner Meinung nach sehr viel von sich selbst preisgeben. Im Theater kann ich mich hinter einer Rolle verstecken. Im Kabarett stehe ich eigentlich als Mensch auf der Bühne. Und aus meiner Erfahrung funktionieren auch die Kabarettisten am besten, die authentisch sind und eben einiges oder sehr viel von sich auf der Bühne auch preisgeben. Die Schauspielerei alleine, die hat ja nicht genügt. Du hast schon vorhin gesagt, du hast Regieseminare besucht und bist mittlerweile ja eigentlich ein gut gebuchter und sehr erfolgreicher Kabarettregisseur. Ist diese Arbeit nicht sehr, sehr schwierig, diesen Grat da nicht zu überschreiten, wenn man sagt, ich drücke dem Künstler jetzt was auf, was er gar nicht möchte? Wie gehst du da an diese Arbeit heran? Der Regisseur bin ich überhaupt nicht. Also es gibt Regisseure oder Regiestile, wo man recht dominant vorgibt, ja, wie und was. Also es gibt Regisseure, die geben dir jeden Schritt vor. Da bin ich das genaue Gegenteil. Komme aus der Schule vom Theater im Bahnhof. Zum Beispiel beim Helmut Köpping habe ich da gearbeitet mit ihm zusammen oder Seminare besucht. Und da zum Beispiel heißt es Regie, das Regie hat es ja früher mal gegeben, das war eine indirekte Steuer.
Und so sehe ich das auch. Also Regie ist für mich indirektes Steuern. Einerseits, sage ich mal, habe ich den Genuss, als erster Zuschauer ein Programm oder ein Stück zu sehen und habe dann auch noch Wahlmöglichkeiten. Ja? Eben zu sagen, verstärkt das ein bisschen mehr oder vielleicht das. Und das indirekte Steuern, es sind oft so Sachen, jetzt ein kleines Beispiel, wenn du einen jungen Künstler hast, der recht nervös dauernd auf der Bühne herumrennst und du denkst, die Zappelei, die macht dich wahnsinnig als Zuschauer, das kann halt keiner aus, dann sage ich nicht, ein bisschen deppert, renn jetzt einmal dumm, das ist ein Wahnsinn, sondern sag, ich spiele die gleiche Szene noch einmal, aber das spielt ja eigentlich in einem Gasthaus, also setzt dir auf einen Sessel. Und plötzlich spielt er die gleiche Szene noch einmal, ohne quasi negativ beeinflusst zu sein, und spielt es eben ruhig auf dem Sessel sitzend. Und ich habe das erreicht, was ich wollte, ohne dass ich ihm irgendwie da niedermache. Oder wenn ich sage, zappel nicht so mal dumm, dann wird er noch nervöser und dann wird es sicher in die Hose gehen. Eigentlich eine relativ einfache Form, wie man es gut weitergibt. Manuel Rubi, mit dem du ja auch schon gearbeitet hast, hat gesagt, er würde eigentlich jeder Theaterintendanten im Land Österreich dich als Regisseur ans Herz legen, weil du eben genauso ruhig arbeitest, so toll das wiedergibst. Der Name Rubi ist bekannt, aber du arbeitest ja auch mit vielen anderen Künstlern, namhaften Künstlern zusammen. Ja, also mit dem Manuel habe ich gemeinsam mit Thomas Stipsitz beim Programm Retrace Regie machen dürfen. Sonst, also eine der letzten Regiearbeiten war jetzt also bei Paul Pizzerra bei beiden Programmen, mittlerweile auch schon recht bekannt. Klaus Eckel, glaube ich, auch schon ein Begriff. Stefan Haider, Martin Kosch. Ich hoffe, ich habe jetzt mit den Rosen durfte ich schon zusammenarbeiten. Mit den Vierkantern, das ist eine A Cappella-Gruppe aus Niederösterreich. Alle zusammen haben ja immer wieder fürs Programm tolle Preise eingeheimst. Den österreichischen Kabarettpreis, den österreichischen Kabarettförderpreis, Salzburger Stier und. Sind solche Auszeichnungen wichtig? Beziehungsweise gibt es irgendeinen, der gesagt, wo du sagst, der war mir der bedeutendste? Ja, man Preise zu kriegen ist immer schön und jeder, der was anderes behauptet, lügt meiner Meinung nach. Klar freut man sich, wenn das auch von anderer Seite ausgezeichnet wird. Für mich besonders erfreulich war einmal, es gibt den goldenen Wiener Kleinkunstnagel, der wird jedes Jahr vergeben. Und da habe ich quasi einmal einen Hattrick geschafft. Das heißt, 3 Jahre hintereinander hat jeweils ein Künstler mit einem Programm, der bei mir war, mit dem ich Regie gemacht habe, das gewonnen. Vor kurzem hat der Dutschnik Hans den Publikumspreis bekommen vom österreichischen Kabarettpreis. Also ich freue mich über jeden Preis und es ist immer schön, wenn man irgendwie ausgezeichnet wird oder halt seine Arbeit. Ein Teil von diesen Künstlern ist ja auch bei dir unter Vertrag bei der Künstleragentur, der TV Schnalzer. Übrigens ein sehr origineller Name. Ja, den Namen, der ist dem Thomas Stipsitz damals eingefallen, beziehungsweise gar nicht eingefallen. Er hat mich eigentlich immer so genannt. Ne? Er hat nie gesagt, ich bin sein Manager, er hat immer gesagt, ich bin sein Verschnalzer. Und die Domain war auch noch frei, dann habe ich mir das gleich gesichert, auch als Namen. Jetzt aktuell arbeite ich eben zusammen mit dem Martin Kosch, dem Paul Pizzerra, dem Dua Winkler und Feistritzer, dem Bedutschnik Hans und dem O. Lendl. Die sind eben aktuell bei mir in der Agentur unter Vertrag und die Agentur führe ich gemeinsam mit meiner Frau. Also Fahrt wird euch nicht, oder? Nein, Fahrt wird uns nicht und falls uns wirklich einmal Fahrt wird, sorgen unsere 2 Buben dafür, dass es sicher nicht passiert. Du hast es vorher schon gesagt, man muss zumindest ein Buch im Leben geschrieben haben. Du hast geschrieben, ich habe es hier bei mir, Der Weg frisst das Ziel, die Triathlon-Erlebnisse des weißen Kenianers. Nehmen wir mal an, es handelt sich um Sport. Ja, es geht um mich und um mein Unvermögen als Hobbysportler. Unvermögen? Dabei ist aber der Sport bei dir, der ja doch eine große Rolle spielt. Ja, der Sport spielt schon eine große Rolle, aber eigentlich erst wieder seit ein paar Jahren. Und eben das Buch handelt eben quasi von dem Wiederbeginn mit Mitte 30 und eben irgendwann würde ich mir dann ein, ich muss einen Ironman machen. Ja, und der Weg dorthin ist nicht ganz so einfach. Nochmal zurück zu Schauspiel und Regie. Was empfindest du einfacher, leichter für dich persönlich? Also ich habe relativ schnell eigentlich dann auf die Regie, also eigentlich auch aus einer Not heraus, weil wir dann bei unserer Theatergruppe einmal kurz keinen Regisseur gehabt haben und dann haben gesagt, mach du das. Und aus dieser Not heraus habe ich relativ früh auf die Regieseite gewechselt. Es ist ein bisschen die sichere Seite, ja, weil du dann nicht unmittelbar auf der Bühne stehst. Ja. Ob es schwieriger ist, das hängt da immer sehr vom Künstler ab, mit dem man zusammenarbeitet. Bis jetzt habe ich das Glück gehabt, dass ich eigentlich mit allen Künstlern immer sehr gut ausgekommen bin. Und dass das mit dem Ergebnis auch immer beide Seiten und auch das Publikum zufrieden waren. Selbst auf der Bühne zu stehen, ist halt noch eine größere Herausforderung.
Und ich habe vor, dass ich mich heuer im Herbst dieser Herausforderung auch wieder einmal stellen werde. Ich habe eben vor, zu meinem Buch quasi ein Kabarettprogramm, ein Sport-Kabarettprogramm zu machen. Okay. Im Herbst hier im Dachbodentheater? Wird im Herbst hier im Dachbodentheater Vorpremiere haben, ja. Das ist nahe Zukunft. Wie schaut es aus? Ein bisschen ein Blick in die weitere Zukunft an die Beichel in 10 Jahren. In 10 Jahren qualifiziere ich mich hoffentlich endlich einmal für Hawaii. Also ist da kommen wir mit. Das ist da mit. Ja, es ist das sportliche Ziel, aber das ist halt noch sehr weit weg. Sonst ja, eigentlich mit der Agentur und mit meinen Künstlern. So, also das Wichtigste ist mir und meiner Frau, dass unsere Künstler zufrieden sind und dann funktioniert das Ganze auch sehr gut. Also eben die nächsten 10 Jahre einfach so weiterarbeiten mit der Agentur. Ich hoffe, wieder den einen oder anderen Regieauftrag zu kriegen, der immer sehr interessant ist. Ja, und das Wichtigste ist halt die Familie, dass alle gesund bleiben und dass man das halbwegs irgendwie alles unter Dach und Fach bringt. Da wünsche ich alles Gute, viel Erfolg in allen Bereichen und danke fürs Gespräch. Danke vielmals.